So, herzlich willkommen zu meiner Wenigkeit und zur dritten Folge zu Going Medieval. So, unser Forschungsraum, möchte ich jetzt mal so sagen, ist schon in Arbeit. Und ja, ich habe nochmal einen Neustart gemacht. Ich wollte mal gucken, ob das Problem vielleicht an mir liegt oder so, aber nee. Nee. Die fehlende Animation ist wahrscheinlich dem Early Access noch geschuldet. Von da aus. Okay, wir brauchen wahrscheinlich noch mehr Bäume, ne? Kann das sein? Alter, Leute. Das ist echt, also, wie viel Holz wir schon verballert haben, das ist schon krass. Um uns herum ist ja fast gar nichts mehr gefühlt. Also klar, wir haben hier hinten noch verdammt massig viel, aber... ja. Okay, also. Ich wollte hier ein paar Fenster drin haben, weil ich glaube, zum Forschen, da braucht man ein bisschen Licht. So. Da kommt eine Tür rein. Hier kommt eine Tür rein. Und da kommt eine Tür rein. Oh, sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt wird es natürlich wieder duster und dunkel. So, es wird wieder dunkel. Ach, guck mal. Es gibt sogar ein Zweigendach. Holzdach. Ach du... Rustikal und wasserdicht. Krasser Ausnahme. Hölzerne Überdachung gibt es sogar auch. Oh, lol. Leute. Was ich so ein bisschen gerade vermisse... Wo sehe ich denn... Also wir haben die Lagerplätze, das sehe ich ja schon. Okay, aber da haben wir ja einen Lagerplatz hier. Das ist unser Lagerplatz. So einen Abfallort haben wir eigentlich bislang gar nicht, muss man ja mal offen und ehrlicherweise sagen. Hier, Hauptsache hier wächst ein Baum. Wie geil, den könnt ihr mal abholzen demnächst. Aber erstmal solltet ihr bald zügigst schlafen gehen. Es ist nämlich schon 22 Uhr, Lieben. Die zimmern aber auch ziemlich schnell. Das muss man dem mal sagen. Also unsere drei Dorfbewohner hier, die sind super fleißig. So, sie ist... Warum ist sie... Achso, da ist noch eine Pflanze in der Hütte. Das geht natürlich gar nicht. Okay, komm. Geht mal pennen, Leute. Das kann so nicht weitergehen. Ihr braucht Schlaf. Wer müde ist, soll schlafen gehen. Oder Pilze sammeln. Wahnsinn. Tag 4 haben wir schon überstanden, also immerhin, ich bin schon mal, okay, wir spielen auch super leicht, ne, also davon mal abgesehen, also da wird jetzt wahrscheinlich, haben wir da auch relativ viele, viele Großzügigkeiten zum Aufbau, werden auch wahrscheinlich gar nicht so krass angegriffen, von da aus ist das wahrscheinlich super entspannt hier. Tutorial Ausrüstung. Um einen Siedler auszurüsten, gibst du ihm Ausrüstung, Kleidung und Waffen. Wähle deinen Siedler auf von Gegenständen und befehle ihm, sich auszurüsten. Tipp, prüfe, welche deiner Siedler Nahkampf oder Fernkampf beherrscht und rüste ihn entsprechend aus. Verteidigung. Nutze Strukturen wie Zinnen zu deinem Vorteil. Ah, ich verstehe. Okay, ich hab's verstanden. Okay. Ja, wenn der Hinweis jetzt schon kommt, dann ist der Angriff nicht mehr weit weg, würde ich behaupten. Der erste. Aber haben wir denn überhaupt richtige Klamotten? Was haben wir denn? Aschehaufen haben wir sogar auch. Lehmhaufen.
Oh, wir haben Regentag. Ich glaube, das Problem ist bei Regen, dass unsere Strohdächer da nicht unbedingt für geeignet sind, oder? Kann das sein? Ich würde behaupten, ja. Aber wir haben noch Bier. Aber auch nicht mehr allzu viel. Okay, der Raum ist fertig, oder? Ja, der ist fertig. Okay, Moment. Wir wollten was bauen? Forschen wollten wir, ne? Backgammon-Tisch hätten wir jetzt auch noch. Aber wo wollen wir den hinstellen? So viel Platz haben wir nämlich gar nicht. Ich könnte. Mist, ist auch zu wenig Platz. Okay. Daniatine hat die Botanik auf Stufe 2. Das ist schon mal sehr schön. Gut, der Forschungstisch ist in Arbeit. Sprich, wie viel Holz haben wir denn momentan? 34, das ist immer noch sehr wenig. Wirklich sehr wenig. Ah, cool. Obwohl, wir haben ja hier hinten, haben wir ja Holz. Heuhaufen. Ja. Der sollte vielleicht in der nächsten Zeit mal aufgesammelt werden. Er ist hier noch. Okay. So, weil dann können wir nämlich forschen, glaube ich sogar. Und Diana ist ja unsere Forscherfrau. Oder wäre eine unserer Forscherfrauen, die definitiv das ausüben wird. So, produziert Menge für immer. Dann mach mal. Aktivitäten für Müßgang. Errichte deine Verteidigungsanlage. Forschung verfügbar. So, jetzt haben wir hier Forschung. Forschung. Schalte im Forschungsfenster neue Gebäudeoptionen und Produktionsarten frei. Zum Freischalten der Forschung stehen verschiedene Wissensgebiete in Form von Büchern zur Verfügung. Freigeschaltete Forschung verbraucht die Bücher nicht. Achte auf deine Bücher, denn wenn sie zerstört oder gestohlen werden, kann solange keine neue Forschung freigeschaltet werden, bis die zuvor zugewiesene Menge erreicht ist. Bücherchroniken, Lehrbücher, These werden an Forschungstischen produziert. Basisforschungstisch, erweiterter Forschungstisch. Okay. So, wir haben was geforscht. Balken aus Massivholz tragen seit Jahrhunderten die Böden und Decken Englands. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern muss man das bauen, um eine gute Stabilität zu haben. Vor allem, wenn wir dann über mehrere Stockwerke reden, ja. Aber das können wir ja herausfinden in der nächsten Zeit. Was haben wir denn noch für Forschung? Landwirtschaft zum Beispiel, das ist natürlich verdammt wichtig. Bäume können wir anpflanzen, Kräuter, Gerstenfelder, hohes Gras, Johannisbeersträucher. Uiuiui, dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Forschung. Okay, das macht sie, das finde ich sehr gut. Das soll sie auch, weil wir davon brauchen wir definitiv was. Okay.
Meine Frage natürlich jetzt so nebenbei mal erwähnt ist: Kriegsführerlager, ausgewiesener Bereich, in Waffen und Rüstung gelagert werden. Abfall, ausgewiesener Bereich, in dem Abfall gelagert wird. Ja, Abfall ist natürlich so eine Sache für sich, weil erstens mal. Wie viel Nahrung haben wir denn noch? 6 Eintopf. So ist natürlich doof, wenn wir eine Person fürs Kochen und fürs Forschen haben. Das haut dann natürlich hinten und vorne nicht hin. Aber so richtig Waffen haben wir jetzt auch noch nicht, ne? Also wir können forschen, wir haben Lagerfeuer, wir haben eine Schlachtbank. Die haben wir schon gebaut. Mittelgroßer Tisch. Weiß ich gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Ist ein Treffpunkt für Arbeit oder Mahlzeiten. Holzstuhl, Heuschlafstelle. Backgammon-Tisch haben wir hier auch noch rumstehen. Ein Zaun. Leicht von Plündern, von Bildern zu durchdringen. Sterbliche Überreste in Staub und Asche zu reduzieren. Leinenstoff bräuchten wir dafür jetzt auch schon. Standardlageplatz. Okay, gut. Also, wir haben... Essen ist da. Wir forschen wie bekloppt. Bald können wir auch die Landwirtschaft erforschen. Das finde ich sehr cool. Sobald sie hier fertig ist, wohlbemerkt. Hier ist doch ein langen Bogen. So, warte mal, wer von meinen Leuten war denn so Jäger? Jagen. Das ist Beldwulf. Kurzbogen, Langbogen. So, sammel mal den bitte ein, weil dann kannst du nämlich Tiere jagen, mein Freund. Und die Tiere können wir denn... Aber Beldwulf ist... Nee. Doch, unsere Frauen waren Nahkämpfer, glaube ich. Und Beldwulf war mehr oder weniger einer der wenigen, die... Wo konnte ich das denn nochmal richtig sehen? Da. Na, Meisterschütze, ne? Also er ist schon gut. Er geht jetzt jagen, glaube ich, ne? Ja, er geht jagen. Geil. Mach mal. Finde ich gut. So, was sagt unsere Forschung eigentlich? Wir können Möbel sogar. Oh, lol. Ein besseres Bett hätten wir. Dafür brauchen wir dann auch mehr. Okay. Ja, wir machen erstmal die Landwirtschaft, Leute, weil... Ist klar. Die Landwirtschaft. Ach, du liebe Güte. Jetzt geht's aber so richtig los. Ja, und jetzt geht's los, ne? Mit Kohlfeld. Und hast du nicht gesehen. Ein paar Bäume bräuchten wir definitiv. Da würde ich jetzt mal sagen, bauen wir hier mal eine Birke hin. Da. Wer ist dann einer unserer hellsten Köpfchen, was so Botanik angeht? Anpflanzen. 4, 3, okay. Ja, mach du das mal eher. Also wenn sie es macht, dann soll sie es eher machen. Dann kann sie dann nämlich ein bisschen üben. Erstmal bei Bäumen, wo es jetzt erstmal nicht so wild ist.
Und er jagt sich jetzt einen Ast ab, ja? Wo ist er denn? Ich sehe den gar nicht. Ah. Der hat was gejagt. Sehr cool. Er bringt Fleisch mit. Das ist doch schon mal was. Hat man ja sonst auch nicht immer. Vor allem zu dieser mittelalterlichen Zeit war das Jagen schon Luxus, muss man ja sagen. Wir müssen mal gucken, dass wir das mit den Forschen klar auf jeden Fall im Blick halten. Aber wir brauchen Diana jetzt auch nicht nur am Forschungsbrett. Klar, wir müssen hier mal gucken, dass wir hier auch weiter forschen. Schneiderin. Nahrung haltbar machen ist natürlich auch sehr interessant, ne? Räucherhaus. Räucherhaus, okay. Brennofen. Ach du liebe Güte. Steinmetztisch. Schmelzofen. Holzwaffen. Keule. Holzspeer. Kurzbogen. Krass. Neue Siedler. Verschwundenes Eigentum. Clement mochte zunächst geistesgestört erscheinen, war aber einfach nur vom Schrecken überwältigt. Ein bemitleidenswerter, strauchender Körper mit Schwielen von Fesseln und harten Schlägen eines grausamen Meisters. Clement bettet: Versteckt mich! Ich werde sterben, wenn man mich erwischt. So, was haben wir hier für Ausrufezeichen? Wir nehmen ihn natürlich auf. Clement ist verwundet, wenn ich das richtig sehe. Wir nehmen ihn aber auf. Definitiv. Er ist hungrig, also wir müssen auch mehr essen. Jetzt so langsam. Jetzt ist die Frage, regeneriert er sich oder ist er richtig verletzt, dass wir was machen müssen mit ihm? Er legt sich erstmal hin, ne? Okay. Mal, Diana, kannst du was mit ihm machen? Ja, verarzt ihn mal, weil sie ist ja vom Wert her hatte sie doch. Wo sehe ich das denn nochmal? Sie ist gebildet. Okay, zwei Leute heilen den sogar. Das ist natürlich cool. Aber natürlich muss ich sagen, warte mal, wo ist ein Verarzten und so? Hausmeister, Transport, Schneiderin, Zimmer, Schmieren, Kochen, Pflanzen, Bergbau, Ernten, Anpflanzen, Bau, Jagen, Gesundheit. Automatisch Speicherung. Okay, jetzt schlafen. Nee. Oh, Moment. wo pennt denn unsere dritte? Da ist Clement. Da ist Diana. Da ist Beowulf. Schläft? Schläft doch nicht. Hat auch kein Bett. Ohne Bett ist natürlich schlecht. Ja, das habe ich jetzt gar nicht so realisiert. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Goldglief, könntest du bitte die Schlafstelle mal ganz schnell priorisieren? Dankeschön. Feinde kommen. Scheiße. Oh. Ja. Die sind auch fast. Also, ne, das ist ja jetzt nicht unbedingt. Zwei Waldbanditen kommen da. Ich hab so das Gefühl. Können wir da mal wieder normale Geschwindigkeit machen? So, Clement, was ist denn mit Clement los eigentlich? Gut ausgeruht, Stimmung neutral, nicht hungrig, ist genesend. Hat erstmal nichts zu tun. Was hat er denn? Gourmet.
Kochkunst. Oh, geil. Appetit plus 5%, Verzehrdauer minus. Ist gebildet. Clemens ist ein Lichtblick in unserem Dasein. Er sorgt dafür, dass sich jeder wohlfühlt. Okay. Dann müssen wir mal ganz kurz was ändern. Also er geht jagen. Wo haben wir denn unseren Koch? Hier, kochen. Das macht Clement. Clement macht kochen. Er ist unser Koch. Trotzdem würde ich ganz gerne mal eben Schneider, Umgang mit Tieren, Kochkunst, Bergbau, Kochkunst, Meisterschütze, Nahkampf. Nahkampf hat sie gar keine Erfahrung, ne? Ist ein Bogenschütze. Nahkampf. Goldglief. Goldglief. Du nimmst das mal bitte. Diana, du hast auch noch keine Waffe. Nimm das mal bitte mit. So richtig viele Rüstungen haben wir noch gar nicht, ne? Diana, nimm mal bitte auch noch das. Goldglief. Kann sie das überhaupt? Okay. Gut. Okay, wir haben alle bewaffnet, ne? Clement, du nimmst, auch wenn es nicht deine Intention ist, nimmst du mal bitte den Bogen. Das heißt, alle haben jetzt eine Waffe. Alle. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir jetzt auch gar. Was ist eigentlich mit den Rösch? Rösch! Wildkadaver. Ja, was machen wir mit den Kadaver hier? Ah, jetzt hat Clement was zu tun. Der Angriff kommt nämlich auch noch gleich rein. Das Fleisch, genau. Das Fleisch produzieren. Ja, okay, gut. Ich glaube, das muss gemacht werden, weil sonst verrottet das. Und das wäre ganz schlecht. Ja, mach mal. Okay. Boah, mein Fuck. Also man hat hier echt viel zu tun. Was hat Goldleaf jetzt gemacht eigentlich? Ah. Bringt Sachen zum Lagerplatz. Das finde ich schon mal sehr vorbildlich. Okay. Hungrig. Bereit zu essen. Okay, Essen haben wir ja. Das ist jetzt nicht das Problem. Möbel. Lehmfeuerbehälter. Mittelgroßer Tisch. Also wir bräuchten jetzt schon eigentlich fast einen mittelgroßen Tisch hier. In der Butze. Würde ich sagen. Im besten Falle hier hin. Mit drei Holzstühlen. Das heißt, wir haben dann hier so eine Art Küche. Und unser, ja, mal gucken. In 8 Stunden kommt ein Angriff rein. Das ist fast am Abend. Eieiei. Es sind zum Glück nur zwei, wenn das stimmt, was da steht. Zwei Waldbanditen sind auf dem Weg, aufgrund, dass Clement ja unterwegs war. Oder wir Clement aufgenommen haben. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich mehr Ruhe gehabt. Aber ja, hätte, hätte Fahrradkette. Man weiß ja, wie es ist. Abfall. Okay, wir brauchen einen Abfallort erstmal. Das ist natürlich doof, wenn das hier, wenn das hier so rumgammelt. Das kann ruhig weit weg sein erstmal. Ich mach das mal hier hin. Okay. Ja, das heißt, wir haben einen Abfallort. Da kann dann die Asche hingetragen werden, weil, wie wir sehen, haben wir hier auch den Abfall. Kadaverabfall. Ja. Was macht er? Trinken. Dorfbewohner sind untätig. Feinde kommen. Okay, gut.
Wer ist denn gerade untätig? Clement. Clement weiß nicht, was er zu tun hat, ja. Das ist ja ein Ding. Der kocht doch so gerne. Ach so. Das ist ja... Das gibt aber eine ganze Menge, du. Ja, aber komm, dann können wir ja das Kochen auch erhöhen. Dann hat er was zu tun. Okay. Müßgang. Das sind ja... Um zu beten. Ich lasse das mal kurz an. Eine Küche muss ein Herd haben. Schlachtbank. Ein Keramik, mindestens zweimal Keramik Wandregal. Aha. Zwei Bücher Wandregale. Das können wir doch gar nicht bauen, oder? Nee. Können wir das denn forschen vielleicht schon? Brauen. Oh, lustig. Schneiderin. Wo haben wir das denn? Bücherwandregal, da haben wir's. Dafür bräuchten wir Möbel. Na, dann schalten wir das erstmal frei. Können wir das dann aufwerten oder sowas in der Art? Nee, das können wir leider nicht. In 3 Stunden sind die Feinde schon wieder da. So. Okay, dann bauen wir mal ganz schnell das gemütliche, das bessere Bett, möchte ich jetzt sagen. Wo haben wir das denn? Hölzernes Bett, heugefällt Stück, ein einfaches, aber ziemlich bequemes Bett. Oh, das ist aber auch viel, viel größer. Guck mal, wie groß das ist. Uiuiui. Okay, da brauchen wir aber ordentlich Platz. Viel mehr Platz. Wir hätten sogar... einen stabilen Holztisch, Stuhl, wie auch immer. So. Okay, der Angriff ist bald da. Das wird noch lustig. Produktionstempo plus 120%, weil freier Raum. Okay. Er kocht sich hier einen Ast ab. Aber guck mal, die Betten sind dann schon mal da. Vor allem die besseren Betten. Also das ist doch schon mal ganz gut. Bevor der Krieg anfängt, haben wir auf jeden Fall noch mal bessere Betten. Das ist schon mal was. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann mit dem Kampf beschäftigen. In der Zwischenzeit sehen wir uns in der nächsten Folge dann, wenn die Betten auf jeden Fall fertig sind. Und wahrscheinlich dann sind die Feinde auch schon ein Stückchen näher. In dem Sinne, bis dann.